Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Hier unten haben wir noch gerade noch einen Enderman. Wobei, by the way, komm her. Den Null. Jawohl, da hat er gleich mal eine Enderperle hier gehabt. Wunderbar, sehr schön, sehr schön. So, wir sind noch immer beim Farmen mit dabei und aktuell am Redstone Farmen. Ich referiere allerdings ein bisschen Eisen und hier war das, oh ja, hier war das auch schon wieder ein bisschen knapper gewesen. Den Spaß muss ich hier echt mal zumachen. So, jetzt muss ich mal hier mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen weiterkommen. Gucken wir mal, dass wir mal hier noch was haben. Dias wären natürlich richtig nice, aber naja, gut. Hier drunter ist übrigens immer noch Lava, also sehr wahrscheinlich immer noch Lava. Gut, hier ist zumindest erstmal noch nichts. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, was haben wir hier? Haben wir hier oben noch irgendwas? Ich bräuchte definitiv endlich mal wieder ein paar Shards oder sowas in die Richtung. Aber ich gehe, glaube ich, auch gerade etwas in die falsche Richtung. Weil desto näher ich dem, in Anführungsstrichen, dem Home komme, sozusagen, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich ja auf Gebiete stoße, die nicht so von uns besetzt sind. Beziehungsweise, wie soll ich sagen, die schon mal von irgendjemandem von uns abgefarmt wurden. So, gucken wir mal hier unten. Bisschen Gravel. Top, top, top. Okay. So, als einer der nächsten Schritte möchte ich dann auf jeden Fall schon mal ein Stück weit ankündigen, dass wir erstmal wollte ich oben halt, wie gesagt, die Farm halt erstmal machen. Dass ich zumindest rein fürs Sichtverhältnis einfach nur, dass ich da halt noch was, schon mal was gemacht habe. Und, deswegen werden wir da nochmal ein bisschen was dran arbeiten und ein bisschen was dran machen. Und dann wird als nächstes die Solarpanel-Produktion ein bisschen angeschmissen werden. Und wir werden auch noch ein paar Sachen mit Farmcraft machen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich die Monsterfalle auch gestalten möchte. Ich möchte ja auch eine Monsterfalle haben. Aber ich brauche halt auch erstmal ein paar Rohstoffe wieder. Ich brauche halt wirklich auch diese Diamanten. Ich brauche so Longfall-Boots bräuchte ich halt erstmal. Was bräuchte ich noch? Ich bräuchte noch, so, warte mal, hier erstmal oben haben wir noch ein bisschen Dingens, da haben wir auch noch was. Also ich bräuchte Longfall Boots, dann bräuchte ich halt, wie gesagt, Solar Panels, was brauchen wir noch? Ich brauche noch, ich bräuchte noch so einen Chunkloader, bräuchte ich, was wollte ich noch? Ach ja, Verzauberungstücher, also da braucht man definitiv einige Diamanten noch. Ich hatte ja mal zeitweise sogar über 10 Diamanten noch gehabt. Aber ich bräuchte auch in erster Linie wäre natürlich auch ein paar Farmcraft-Sachen, wäre natürlich auch mal richtig nice. Ein paar Shards oder sowas in die Richtung, das wäre gar nicht mal so allzu schlecht. Was ich aber bisher noch gar nicht so richtig bekommen habe. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall gerade ein Stück weit noch in die Richtung, dass wir hier einfach mal ein bisschen Equipment Mining machen. Aber wenn ich mir so die Minimap anschaue, dann ist da erstmal auf Ewigkeiten auch erstmal gar nichts irgendwie. Was natürlich auch nicht geil ist. Also ich hätte schon ganz gerne irgendwie so eine Höhle halt, muss ich sagen. Weil man da halt sich wirklich die Rohstoffe halt raussuchen kann. Und hier, da farmst du halt eh erstmal Ewigkeiten, bis du halt vielleicht wirklich das Glück halt mal hast. Vielleicht doch mal ein paar Diamanten oder sowas in die Richtung halt mal zu finden. Oder halt dementsprechend Kohle oder sowas in die Richtung, aber Kohle haben wir jetzt sowieso genügend. Der ist schon fast voll hier mittlerweile, können wir uns den mal anschauen. Gut, Schürfer-Rucksack ist auch fast voll. Bergarbeiter-Rucksack, ja, Kohle sieht sehr, sehr stark aus schon wieder. Ich muss sowieso dann auch nochmal meine Technik in meinem Haus dann auf jeden Fall auch nochmal umbauen. Ich werde mir dann auf jeden Fall auch nochmal die ganzen Öfen nochmal irgendwo hinstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da wirklich vielleicht auch den Raum, den ich da unter der Farm schon gemacht habe, vielleicht auch schon damit dafür ein Stück weit nutze. Das kann ich euch jetzt noch nicht so sagen. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Oder also hier geht es auf jeden Fall weiter. Hier kommen wir auf jeden Fall in ein anderes Höhlensystem. Das ist gar nicht so schlecht. Wenn ihr das so auf der Minimap mal anschaut.
So, und was wir halt meinetwegen in dieser Aufnahmesession, also diese Aufnahmesession soll jetzt eigentlich nur noch, also zwei Folgen haben wir jetzt bisher hinter uns gebracht sozusagen, und was heißt hinter uns, also macht ja auf jeden Fall Spaß, also nicht so negativ sehen, wie ich es jetzt wahrscheinlich so sage. Ich glaube, das ist ein bisschen über mir, glaube ich. Aber gleich mal schauen hier. Ja, richtig, genau, da ist es. Werde mich dann sowieso dann komplett rausbuddeln müssen hier. Also einmal komplett nach oben buddeln. Oh, hier haben wir eine ganz schöne Eisenader gehabt gerade. Ja, wie gesagt, wenn wir keine Dias finden, dann muss der Eisen halt herhalten. Ich weiß jetzt gar nicht, müssen wir mal angucken, wie viel wir bisher da haben von dem Eisen. Na gut, das sind 30 und da dürfte man dann wahrscheinlich das Doppelte rausbekommen durch den Mace Awaiter. Das ist okay, das ist okay. So, ich bräuchte auf jeden Fall mal ein paar Shards, damit das hier mal ein bisschen besser wieder läuft hier. Aber was mit dem Eisenherz, das geht gerade gut voran. Ich darf jetzt auf jeden Fall nur nicht sterben, das wäre dann natürlich richtig doof. Ah, in der letzten Folge wäre es mir, muss ich sagen, auch fast zweimal passiert. Da war ein Schritt, war da auf jeden Fall noch zwischen mir und dem Tode sozusagen. Naja, gut, hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal. Ja, gut, hier kann ich jetzt nicht allzu nah rangehen, sonst werde ich hier wieder getötet. Das möchte ich auch nicht. Hier gibt's aber auch irgendwie keine Charts, ne? Keine Charts. Oha. Ah ja, das war ja hier das hier unten gewesen. So, dann gucken wir mal, dass wir hier noch was suchen und finden vor allem. Wir sind eigentlich auf Dia-Bereich, sind wir eigentlich schon. Ja, okay, gut, hier ist auf jeden Fall nichts. Ja, gut, meine Fackeln gehen mir auch so langsam aus. Ich hätte mir vielleicht doch ein paar mehr noch mitnehmen sollen. Naja. Okay, gut, was haben wir hier noch? Hier müssten wir eigentlich auch noch mal ein Stück weit. Gut, ich habe jetzt mir ein bisschen Kohle noch mitnehmen sollen. Ja, hier oben haben wir auf jeden Fall noch was. Bezüglich. Denke ich, werde mir dann auf jeden Fall gleich mal hier die Lava mal wegmachen. Oh, ganz schön viel Gold. Das ist eine ganz schöne Ader. Das ist nicht schlecht. Ja, komm, Zombie. Ja, Zombie. Da haben wir ganz schön viele Creeper auch auf der Karte, muss ich sagen. Ah, jetzt mache ich mir meine Sicht mache ich mir gerade hier weg. Kaputt. So, okay. Gut, was haben wir hier noch? Schauen wir uns das mal an. Oh, hier haben wir wieder Eisenerz und Silbererz und das ganze Zeugs. Wobei Silbererz brauchen wir eigentlich gar nicht so extrem. Beziehungsweise, wenn, dann hatten wir das meistens für Formcraft oder so verwendet. War das? Nee, das. Ah nee, das ist Tinnor. Tinnor ist das. Das kann ich mir meistens durch das Texture Pack einfach nicht merken irgendwie. Muss ich sagen, weil die alle eher relativ ähnlich aussehen. Ich muss mir wirklich da mal die genaue Struktur mal merken. Also das sieht mir, für mich sieht das mir eigentlich eher nach Silbererz aus, weil das halt Silber ist. Genau deswegen. Richtig, ich assoziiere das halt eher mit Silber halt, als irgendwie andere Erze mit Silber. Aber okay, gut. Scheinbar leuchtet das Silber halt ein Stück weit mehr. Oder muss ich gleich mal schauen, euch mal zeigen, damit ihr da auch mal so seht, was ich da meine. Gut, das ist auch noch Tin hier. Brauchen wir auf jeden Fall später auch noch sehr, sehr viel davon. Okay, und oben haben wir noch einen Bogenschützen. Hier oben haben wir noch das Zeug. Ja. Der hat ja nicht mal einen Rucksack, ne? Aber schließt mich die ganze Zeit voll mit irgendwelchen Schmodder hier. So, okay. Dann gucken wir mal Fackel. Mal ran da. So, wir bräuchten dann auf jeden Fall sowieso, weil wir jetzt wirklich keine Shards finden, müssen wir erstmal diese Kristalle, Rubine, Smaragde, was sind das eher? Rubine, glaube ich, ne? Aber bei der Rucksack, Schiffe, Rucksack, naja, müssen wir das erstmal auch alles mitnehmen. Und genau das ist das, was ich meine hier. Das ist das Silber, das leuchtet dann ein bisschen mehr scheinbar, okay.
Das ist das Lead-Ohr, was eigentlich eher ein bisschen, ja, nutzlos eigentlich, ja. Nutzlos ist ja gar nichts hier, ne? Der ist ein bestimmter Mod-Ursprung. Aber es kommt halt auch immer drauf an, was man halt mit den Sachen halt machen möchte. Dementsprechend kann das natürlich für euch wertvoll sein, für mich allerdings erstmal nutzlos, soweit. So gut. Ich baue es trotzdem ab irgendwie. So, zwei Spitzhacken habe ich auf jeden Fall noch. Ja, und ich finde irgendwie keine Shards, muss ich sagen. Oh, das darf man auf jeden Fall eigentlich nicht machen, was ich hier mache. Sich runterbauen. Oh, da haben wir lila Shards dort oben. Jede Shards müssen wir da jetzt auf jeden Fall mal mitnehmen hier. Alle Shards, die wir finden, mitnehmen. Und ich habe leider wirklich kein Holz mehr. Das macht mich gerade ein bisschen mad. Ist gerade richtig bisschen doof. Na gut, dann müssen wir halt die Farming-Runde danach vielleicht auch, wenn die Fackeln halt vielleicht auch alle sind, halt auch erstmal beenden. Ja, haben ja eigentlich auch gar nicht allzu schlecht Zeugs mitgenommen. Bisher schon, alleine schon. Ja, so, das geht ja eigentlich alles. Alles im akzeptablen Bereich. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wir jetzt hingehen hier. Ah, ich probiere jetzt mal hier drüber mich ein bisschen zu robben. Jawohl, das sieht gut aus. Aber wir haben auch nur wirklich wieder nur dieses ganze Zeugs. Haben wir hier noch irgendwo was? Hier unten sind Dingens, hier sind auch keine Dias. Okay, hier ist mal was entstanden. Also, hier ist auch nur Lava. Muss jetzt sagen, ich bin ja irgendwo im Nirgendwo, ne? Das muss man ja wirklich so sagen. Aber hier unten sieht, geht's auch schon wieder weiter. Zumindest ein Stück weiter. Okay, gut, da haben wir zumindest mal was gefunden, was mir. Aber wobei, by the way, hier. So, wunderbar. Also den Eimer, den muss man definitiv eigentlich immer standardmäßig mit dabei haben. Muss man ja so sagen. Den habe ich auch, glaube ich, die letzten Male nicht mit dabei gehabt. Ja, damit kann man sich halt doch nochmal schnell mal irgendwie löschen in einer brenzligen Situation. Es kann immer mal passieren, ne, dass man stirbt. Das ist, ich denke, das ist, passiert den besten Spielern. Okay, das eine lassen wir hier stehen. Das brauchen wir einfach mal nicht. So, dann machen wir einfach mal hier ein bisschen, gucken wir einfach mal, dass wir hier ein bisschen was hinbekommen. Gucken wir mal hier dahin. Oh, hier haben wir auch noch ein bisschen Gold. Das nehme ich natürlich auch noch mit. Ah, da haben wir nur ein bisschen Saphir noch. Ich weiß aber jetzt wirklich nicht, wo ich wirklich diese Shards halt herbekomme oder wo ich diese Shards am günstigsten finde. Das muss ich sagen, nervt mich ein bisschen, weil, das ist schon eine. Ah, ne, sind das Dias? Ne, ne, nee, Saphir ist das nur. Dias sehen anders aus. So, gut. Oh, kleiner Zombie. Na? Na, Digga? Jojo. Okay, gut. Dup-dup-dum. Aber wobei, by the way, ich kann ja hier nochmal ein bisschen Wasser hinmachen. Das ist ja kein Problem. Machen wir hier auch nochmal ein bisschen Wasser hin. Och du Scheiße, ey. Das hätte ich jetzt auch wieder nicht erwartet, deswegen habe ich mich da. Also dann wird es hier wahrscheinlich auch drunter was sein. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, hier haben wir ja auch noch. Oh, hier ist alles voll noch mit Lava irgendwie. Und hier haben wir unseren Zombie. Na komm her. Dich hole ich mir. Jawohl. So, was haben wir hier noch? Hier ist nur Nikolit. Oh, hier haben wir ein paar Shards. Aber das sind auch nur Water Shards.
Nützen mir auch nicht ganz so viel. Die Dinger hier, die das haben doch keine Lava drüber und drunter. Na gut, jetzt hier drunter buddeln tue ich mich jetzt natürlich nicht. Ja, richtig, genau. Hier war es knapp gewesen. Ich wollte mich eigentlich schon fast wieder hinstellen, aber na, okay. Gut, in dem Fall nochmal Glück gehabt. Okay, gut, hier haben wir nochmal. Ui, da oben haben wir noch ganz, ganz viel Gold. Bisschen Saphir, soweit wie ich das sehe. Die auch erstmal ja nichts passieren kann. Wirklich nichts. So, was haben wir hier noch? Finden aber auch wirklich keine Dias. Ne? Wir haben jetzt schon so viel gesucht und so viel eigentlich auch gemacht, aber keine Dias gefunden. Okay. Gut, was haben wir hier noch? Da haben wir noch was. Geht's ja auch wieder tief runter. Naja, okay, gut. Ich denke, hier werden wir uns erstmal schnell mal die Folge beenden. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.